Ja, ich habe es noch nicht gelesen, deswegen muss man immer vorsichtig sein. Und was natürlich erreicht wurde, man spricht über dieses Buch, also, aber ich verstehe auch Theo 20, wenn er sagt, Mensch, lest doch erst einmal das Buch, um darüber zu urteilen. Man weiß ja, wie es gemacht wird, dass man dann Sequenzen oder auch Satzstücke rausnimmt und da eine Schlagzeile drüber macht. Das ist nun mal so, aber das muss man wissen. Wenn man ein Buch schreibt, dann muss man halt wissen, was das Ergebnis sein wird. Und es ist halt dann so, wenn man jemanden angreift, dann muss man halt auch damit rechnen, dass sich derjenige wehrt. Also ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich habe es auch gelesen, dass es da einen Plan B gegeben hätte, aber ich kann mich da nicht erinnern. Ich kann mich so dunkel erinnern, dass mal als Jürgen Klinsmann unbedingt Peters haben wollte, den ehemaligen Hockey-Nationaltrainer, als seinen Partner, und da hat das Präsidium nicht mitgespielt und hat eben Matthias Sammer favorisiert und auch das dem Jürgen mitgeteilt, und da war dann schon die Frage, was ist, wenn der Jürgen dementsprechend reagiert und sagt, dann könnt ihr euren Mist alleine machen. Darauf musst du dich natürlich einstellen, dass dann vielleicht der Name Sammer gefallen ist. Das kann sein, aber nur da. Aber während der Weltmeisterschaft einen Trainer zu wechseln, ich glaube, das erscheint mir sehr fremd. Auf den ersten Blick erscheint es sehr logisch, ja, denn das Europa ist ja jetzt nicht Afrika oder Asien, wo man da, was weiß ich, Stunden von einem Ort oder von einer Hauptstadt zur anderen fliegt. Europa ist ja recht klein, von Moskau nach Lissabon, sagen wir mal 3 Stunden, also das ist alles machbar. Der erste Gedanke, als ich das gehört habe, ich dachte, Respekt, also eine Europameisterschaft in Lissabon, Madrid, Berlin, Rom oder London oder wo immer man das machen will, hört sich sehr, sehr, sehr gut an. Ich denke, man sollte diesen Gedanken auf jeden Fall diskutieren. Das wird die UEFA auch machen.